Hallo ihr lieben Kunde, ich muss mal einfach mal an der Milchschnitte arbeiten. Ihr habt euch ja noch ein Follow Me Around mit Gerede gewünscht. Das dachte ich, mache ich heute mal. Ich stehe gerade vor meinem Spind. Sekunde. Der mega aufgeräumt ist. Ja, der ist leider so sauber und aufgeräumt, dass ich darüber auch kein Video machen möchte. Nur ein kurzer Einblick. Meine Putztasche. Amys Trense. Amys zweite Trense und die Western-Trense. Ein Haufen Halfter. Mein Vielseitigkeitssattel. Ein Handtuch. Und mein Dressursattel. Und ja, eine Regenjacke, eine dickere Jacke. Ein ganzer Haufen von Dingen. Hier oben ist meine Abschwitzdecke, noch eine Schabracke, noch ein paar Bandagen. Und da oben drauf stehen meine Schuhe. Und hier neben seht ihr die aktuellen Mitbringsel von Julia. Sie hat eine kleine Tasche mit Essen mitgebracht. Kein Augenblick. Das Reitermenü für zwischendurch. Wir haben Knoppers, wir haben Hanuta, wir haben Kinderschokolade, Milchschnitten, Kinder Bueno und Kinderriegel. So. Yeah. Und jetzt? Ja. Jetzt werden wir uns mal einen Strick nehmen und Emmy von der Wiese holen. Bis gleich. Schnell trensen und dann wollen wir heute ein bisschen spazieren gehen. Wir zeigen euch gleich ein bisschen, wo wir hingehen. Ich habe nämlich eine weiße Hecke gesehen, da würden wir gerne ein paar Fotos vormachen. Aber jetzt erstmal das Amy. Ich werde... oh.
Ich werde gerade belästigt. So, wir sind jetzt fertig angezogen, alle Sachen gepackt. Und jetzt machen wir uns auf den Weg eine Runde spazieren. Und da vorne ist halt das dann irgendwie. Da sehen wir das nochmal. Wir haben schon ganz viele Bilder gemacht. Ganz viele wollen wir denn? Also die wir hingehen lassen. Ja genau, wir haben halt weiter Bilder. Und das kann ich nicht sehen, weil wir haben nicht mehr ganz so viel Abkommen über Nacht, dass ein bisschen richtig Bodenarbeit auf dem Platz macht. Deshalb sage ich jetzt mal bis später. Geländer in so einer schönen weißen Hecke angekommen und haben ein paar Bilder gemacht. Amy darf jetzt noch am Wegesrand ein bisschen grasen. Da ist die kleine Pferdenase. Und warte, ich zeige euch mal kurz die Hecke. Hier haben wir gerade ein paar Bilder gemacht. Auf dem Pferd sind ein paar Blüten und Fotografin ist auch am Start. Und ja, jetzt machen wir uns langsam wieder auf den Weg zurück. Amy ist ganz zufrieden hier. Und ja, unsere ganzen Sachen fliegen hier rum. Nein, gar nicht. Nur ein bisschen. So, bis später. Jetzt zurück am Stall angekommen. Auch Amy. Ich habe gerade fast einen Tobsuchtsanfall gekriegt, weil wir waren dann an so einem anderen Hof und da ist die ganze Zeit ein Pferd rumgerannt. Amy war so aufgekratzt und richtig aggressiv. Und dann kam ein Trecker und dann hat Amy meinen Abstarter gemacht, ist weggelaufen in die Wiese. Ich war richtig, richtig wütend. Aber wie ihr seht bei uns, Amy Nase aus dem Bild, funktioniert auch nicht immer alles. Ich war richtig, richtig wütend. Du brauchst dich nicht mehr einschleimen, Amy. Also für heute bin ich echt richtig, richtig wütend auf das Pferd. Naja. Ich werde sie jetzt noch ins Bett bringen, Hufe auskratzen und dann bis die nächsten Tage. Sonntag kommt vielleicht auch das nächste volle Miura und ciao!